Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Village, wo ich wieder unterwegs bin am Erforschen, Erkunden, whatever, Exploration Baby. Und deswegen geht's jetzt weiter mit hoffentlich möglichst epischer Musik, ne? Ich meine, selbst wenn Erforschen jetzt nicht so besonders episch ist, mit epischer Musik, ist alles episch, ne? Also ich meine, ne? Gut, was haben wir hier denn Hübsches? Eine Steppe mit armem Schwein. Und Hühnern und Pferden. Ist ja herzallerliebst. Noch mehr Pferde. Joa. Ich brauche keins, danke. Und noch mehr Lavaseen. Warum brennen die Bäume hier noch nicht? Was ist da los? Lava, tu deinen verdammten Job hier. Ha? Muss den Wald schon mal abbrennen. Naja. Wie gesagt, ich halte mich raus. Wenn die Lava Probleme mit dem Wald hat, dann sollen wir es untereinander regeln. So. Oh. Okay. War nur eine Kante. Egal. Kante. Jetzt könnte ich wieder über Musik erzählen, weil mein Gedankengang so Kante. Ach, es gibt ja eine schöne Band aus Hamburg, die Kante heißt. Ich glaube, ich lasse es. So. Na, was haben wir denn hier? Tschüss. Wieder schwebende Inseln. Das ist ja hier. Scheint hier ein sehr weit verbreitetes Phänomen zu sein, es sei denn, es wurden noch irgendwelche Chunks nicht richtig nachgeladen. Das kann natürlich auch passieren. Mal irgendwie sieht es hier so aus, als fehlt hier irgendwas. Oder auch nicht. Ja. Hat das Spiel wahrscheinlich beabsichtigt, da irgendwie so ein Verbindungsstück mit einem Bergareal da hinten zu machen, aber dann ist da nie ein Bergareal entstanden, sondern ein Wald. Ja, schön. Diese mysteriösen schwebenden Inseln, wer hat das veranlasst? Sind die Endermen schuld? Oder waren es die Schafe? Mysterien oder das sehen Sie in der nächsten Folge von Akte XY, Minecraft und ungelösten Mysterien. Wir gehen Ihnen auf die Spur. Na, tun wir nicht. Ja. Juch, geht's hier runter? Naja, ups, ein bisschen. So typisch, ne? Geht man will schauen, ob es runtergeht, erwischt aber die Umschalttaste nicht und fällt runter. Das ist ja. Es war immer so geplant. So, ich muss aber ein Stück nach Norden. Ich bin jetzt zu weit im Süden. Dann entgeht mir hier irgendwas. Das können wir nicht machen. Dass mir irgendwas entgeht, ne? Das ist ja so kann man das nicht tun. Nee. Muss immer alles drauf sein auf der Karte, sonst ärgere ich mich wieder hier 300 Mal. Immer wenn ich die anschaue, so, werde ich diesen einen Schritt noch in diese Richtung gehen müssen. Und deswegen machen wir das einfach nicht. Buch, da komme ich nicht hoch. Da komme ich immer noch nicht hoch. Muss ich ein bisschen die Landschaft verunstalten, tut mir leid. Buch, Schneckbein. So. Ich bin ja gar nicht auf dem TS, von daher ist ich wollte aber eh nur in Ruhe hier meine Erforschung aufnehmen. Normalerweise ist es samstags morgens. Es ist gerade samstags morgens, so gegen 8, 9, irgendwie sowas. Ja, normalerweise ist da noch niemand da. Ne? Also sonntags ist vielleicht Bayer da und bereitet sich für seinen Livestream vor. Aber normalerweise ist hier niemand, deswegen dachte ich, ich kann mir das auf TS gehen sparen. Aber anscheinend habe ich mich geirrt. Sorry, Schneckball, falls du das siehst, hörst, guckst. Ich weiß es nicht. Eine Mischung aus allem. So. Da-da-dam. Ein kleiner See. Niedlich. Und hier ein bisschen Boden. Wo ist denn ein kleines Stück nach Westen? Nur ein kleines. Uch, jetzt komme ich hier irgendwo durch. So. Mittlerweile ist das ja kein Problem mehr mit, von wegen, dass wenn andere Leute da sind, dass ich dann nicht mehr einfach ins Bett gehen kann und dann wieder es Tag werden lassen kann. Das Problem haben wir mittlerweile nicht mehr. Das wurde ja glücklicherweise behoben dadurch, dass halt sobald irgendeiner schläft, halt die Zeit vorgestellt wird. Deswegen muss ich sie jetzt nicht mehr darum bitten, dass sie bitte ein Bett finden möge.
komm schon. Mietz, geh unter, scheiß Sonne, los. Piss dich. Verpiss dich, Alter. So, geht doch. Hast du was gegen Sonne? Ja, ja. Vor allem im Sommer habe ich was gegen Sonne. Und im Sommer ist es unerträglich warm. Hier, so, ich hab's gesagt, so, bitte, bitte, bitte steinigen und so, ne, also, das Übliche. So, Was hier wieder das Schleuste wäre hier rum, ich laufe einfach hier oben rum und nehme dann den letzten Fitzel noch irgendwie mit. Ich kann hier noch ein Stück nach Süden gehen und noch mehr mitnehmen, aber ich glaube, ich muss sowieso hin und zurücklaufen, weil das Städtchen ist hier ein kleines Stück in Richtung Süden. Da bei dieser großen grauen Fläche im Süden von uns. Deswegen schätze ich, muss eh nochmal einmal nach Osten und wieder zurücklaufen. Huch. Egal wie ich laufe, deswegen. Hup. Die Vegetation stellt sich in den Weg. Ist immer wieder spaßig. So. Oh, Pilzbeutel. Lecker Pilzbäume. So. Dab, dab, dab. So, gut. Laufe ich hier eben noch so weit nach Osten, bis das alles aufgedeckt ist. Dann zurück, dann ins Städtchen und dann haben wir das tatsächlich überstanden. Hui. Dann kommt die nächste Runde von Karten. Ne, wahrscheinlich nicht. Ich werde auch wahrscheinlich dann für das Städtchen auch wieder so Karten im kleinsten Zoom anfertigen. Muss ich mal gucken. Ich habe es zumindest im Moment noch auf dem Plan. Muss mal gucken, wie groß ich das dann anlege. Man weiß ja noch nicht, wie groß das Städtchen wird. Vielleicht wird es ein großes Dorf. Vielleicht wird es, obwohl es ein Städtchen ist, kleiner als das Dorf. Man weiß es nicht. Deswegen muss ich mal gucken, wie viel ich da mache. Aber man könnte es halt so gut als Übersichtskarte auch in unser Dorf hängen, sodass man halt noch so einen Plan hat, so wie die andere Stadt aussieht. Da dann natürlich auch eine Kopie davon aufhängen und sowas. Also der ganze Spaß halt, ne? Man muss ja hier Spaß haben, ne? Mit sowas. Sonst bringt das ja nichts. Wenn ich keinen Spaß daran hätte, Karten aufzuhängen, dann müsste ich das ja nicht machen. Huch, war das Enderman? Hm. So ein Stück im Süden muss ich noch. So, gut, jetzt nach Westen. Ja, von daher schauen wir mal, wie das mit dem Städtchen weitergeht. Mehr sieht man wahrscheinlich auf dem Livestream am Sonntag. Also jetzt von euch aus gesehen war das dann letzten Sonntag wahrscheinlich, weil ich immer so ein bisschen Vorfeld aufnehme und nicht am gleichen Tag aufnehme, hochlade und sowas. Das ist mir zu stressig. Normalerweise nehme ich immer mindestens eine Woche vorher auf. Dieses Mal tatsächlich nur ein paar Tage, aber es ist trotzdem ein paar Tage. Von daher ist es immer so kompliziert zu sagen, sondern dass den Rest man dann irgendwie wann anders. Zum Zeitpunkt, falls ihr Bayers Livestream am Sonntag gesehen habt, dann seht ihr schon, was wir mit dem Städtchen gemacht haben. Ansonsten könnt ihr das auf Bayers Kanal wahrscheinlich in einer Aufnahme vom Livestream angucken, ne? Ja, so, ne? Siehst du, jetzt mache ich sogar Werbung für meine Mitbewohner, die alle mehr Abos haben als ich. Haha. Wobei, ich weiß gar nicht, ob wirklich alle mehr Abos haben als ich, aber ich glaube, ich bin einer der mit wenigeren Abos. Daher. Ist auch nicht schlimm. Ich mache Abos ja nicht aus Selbstzweck, wenn ich sagen würde, ich muss jetzt unbedingt die 1000 Abos haben und bin ich total deprimiert und alles und so, ne? Ich hatte ja gar keine Freunde und so. Ne, ich mach das freischnauze und mach doch wenig Werbung für den Kanal. Von daher, wer hierher findet, der darf sich auch so. Ich weiß nicht, der darf sich, möglicherweise freuen, dass er das gefunden hat. Möglicherweise auch nicht freuen. Also ich hoffe mal, dass man sich freut, ne, wenigstens. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie groß Werbung machen oder irgendwie so einen Spaß. Oder Leute auf Twitter trollen, dass ich irgendwelche Videoreihen mache oder sowas. Nee, wer es findet, der darf gern bleiben, darf auch gern Spaß haben, keine Frage. Aber ich werde jetzt hier nicht hier versuchen, auf Gedeih und Verderb irgendwie mehr Zuschauer oder mehr Abonnenten anzuschleppen. Ich habe lieber Abonnenten, die mich irgendwie von sich aus gefunden haben oder über Bekannte. Ja, und dann, ich habe das Gefühl, die bleiben länger als irgendwie, ja.
die machen wir. Ich meine, ich habe von 1000 Abonnenten nichts, wenn niemand was schaut und niemand irgendwas sagt, ne? Also ich meine, hier schon wieder an der Stadt vorbeigelaufen? Oder kommt die da vorne gleich? Meines Wissens sollte sie gleich da vorne auftauchen. Ist irgendwie blöd. Nee. Nein. Nein, ich spiele nicht mit irgendwelchen Mods. Ich bin Hyper Vanilla. Ich bin militanter Vanilla-Spieler. So. Also, wir werden wahrscheinlich hier dieses Städtchen noch ein bisschen ausbauen. Wir haben ja hier so ein paar nette Häuser gebaut. So Rohbauten von weiteren Häusern schon mal vorbereitet. Die wir bestimmt irgendwie die nächsten Tage bauen werden. Ja? Falls jemand fragt, was das hier für Gebilde sind, das sind unsere Ausnüchterungszellen, nennen wir das. Ja, die Strategie ist hier, vor allem wenn man zu zweit ist, geht das relativ gut. Man lockt halt hier Zombies rein. Also der eine, der Zombies verfolgt, geht hier rein. Ja, geht hier einmal durch, dann macht hinter sich die Tür zu, währenddessen ist der andere am besten auf der anderen Seite, macht die Tür da hinten auch zu. Und dann hat man dann hier einen Zombie-Villager hoffentlich eingesperrt und dann können wir den beruhigt mit Schwächungstränken und Goldäpfeln füttern und dadurch haben wir halt die Dorfbewohner bekehrt. Mittlerweile sind auch einige davon, sind glaube ich auch durch natürliche Fortpflanzung entstanden. Ja, aber die haben wir halt hier da gehabt, um halt Dorfbewohner zu bekehren, ne? Also, die schützen vor Lichteinwirkung, also damit die Zombies tagsüber da nicht verbrennen, müssen die halt, darf quasi auf deren Kopf kein Licht fallen, gewissermaßen. Oder um es technischer zu sagen, darf in dem Fleck, was sie mit dem Kopf bedecken, darf der Lichtlevel nicht 15 sein, was halt Sonnenlicht ist. Also direkte Sonnenlichteinwirkung, deswegen hat das halt ein Dach. Ich bin nicht sicher, ob wir das auch mit Glas hätten machen können, weil Glas ja auch so ein bisschen das Licht abdämmt. Ich weiß es nicht, glaube nicht. Egal. Von daher, tja, das ist das. Mittlerweile haben wir auch schon einen Golem. Haben wir eigentlich schon mittlerweile hier irgendwo Farm für die armen Leute, dass sie sich irgendwas zu essen machen können. Das fände ich irgendwie ein bisschen nett. Sieht nicht so aus. Vielleicht soll ich da mal für sorgen. Ich weiß nicht, ob die hier schon Farmer haben. Der ist, glaube ich, Shepherd, ne? Ja. Der ist auch Rüstungsschmied. Okay, die haben noch keinen Farmer, wie es aussieht. Schade, Wald. Naja. Der vielleicht? Auch Shepard? Tja, blöd. Gut, wenn die einen Farmer hätten, können die sich halt selber glücklich machen, wenn wir denen hier Felder zur Verfügung stellen, sodass die halt Nahrung generieren können. Vielleicht wäre hier vorne wär irgendwie ein schönes Plätzchen für einfach bloß Felder anpflanzen, wo die halt ein bisschen Nahrung machen können. Vielleicht mache ich das auch gleich offscreen noch, aber das werde ich jetzt glaube ich nicht hier onscreen machen. Ich habe glaube ich jetzt letzte Folge genug überzogen. Deswegen gehe ich jetzt zurück ins Village. Mit gehen meine ich teleportieren. Ja, aber mittlerweile Teleporter zu den meisten wichtigsten Sachen. Damit wir nicht so viel laufen müssen. So. Ja, Bordgebiet wird geladen. Ja, so, ja, okay. Ich weiß nicht, wie viel der Hebel ist. Egal. Na gut, jedenfalls. Ich glaube, im Dorf ist nicht so viel passiert. Also Leute bauen an ihren Burgen weiter. Ich guck mal eben auf den Plan, ob irgendwas passiert ist. Achso, ich kann ja mal einmal ins Haus gehen. Da ist er in meinem Vorhof, Garten, was auch immer. Also in dem Rasenfleck davor wird er noch immer noch in dieser Erinnerungshalle gebaut. Da könnte ich ja noch einmal hingehen, glaube ich. Das wäre, glaube ich, nicht schlimm. So, so. Na komm, komm, so. Ja, hier ist halt von der Aufnahme vom Ende, wo wir letztens waren, da haben wir dieses Drachenei, haben wir ja mühselig mitgenommen. Das haben wir jetzt hier aufgestellt auf dem Endstein. Das ist so quasi als Dauerausstellung da. Ich weiß nicht, wozu diese Kiste ist. Öfkin war da. Also da kann man irgendwas verzaubern, um zu sagen, dass man dabei war.
Vielleicht war ich gar nicht dabei. Wer weiß. Naja, egal. Jedenfalls jetzt sind wir wieder da, wo wir vor ein paar Folgen angefangen haben, nämlich daheim, Home Sweet Home und sowas. Deswegen würde ich mal sagen, ich beende jetzt an dieser Stelle die Folge. Ich danke fürs Zuschauen und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.